Ja, ich bin mega stolz auf die Mannschaft. War kein einfaches Spiel. Hannover hat, auch wenn sie dezimiert waren, alles versucht hier reinzulegen. Viele Emotionen im Spiel. Spiel sah lange Zeit wie ein sicheres Ding für uns aus. Dann kam Hannover nochmal ran, aber dann haben wir zum Glück in den entscheidenden Momenten einen Ball gehalten hinten mit Apfel oder vorne ein Tor gemacht, um das Spiel dann quasi zuzumachen. Deshalb bin ich im Moment sehr glücklich und ich finde aber auch, dass es wirklich verdient ist und so ein erstes kleines i-Tüpfelchen auf eine bisher gute Saison. Ja, es ist immer mega geil, weil diese vier Fangruppierungen das schon sehr besonders immer machen. Ich hoffe natürlich, dass das in Köln dann ähnlich sein wird, wenn nicht sogar noch einen Tick besser, weil es eine größere Halle ist als in Hamburg. Wenn ich so ans Final Four denke, fühlt es sich immer noch ein bisschen komisch an, daran zu denken, dass es in Köln ist, weil alles mit Hamburg und Hotel, immer das gleiche Hotel und so weiter, ist bei mir so gespeichert. Aber ich freue mich auf ein riesen Handball-Event. Ah, unglaublich. Schon vor dem Spiel habe ich gedacht, das werden ja immer mehr und mehr. Für so eine weite Fahrt an einem Samstagabend, wirklich Respekt. Vielen, vielen Dank an alle für die großartige Unterstützung auch heute wieder. Vielen lieben Dank erstmal. Es war ein harter Kampf. Für mich geht es ganz, ganz, ganz gut. Es war eine herausfordernde Aufgabe heute nach der WM auch zurückzukommen, einfach sofort in so ein heißes Spiel, einfach das alles oder nichts. Und das war einfach traumhaft, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja, ich finde, wir haben es sehr gut angefangen, eine Führung hingekriegt und dann kamen auch die Recken und die Publikum her zurück, was ich auch ganz geil finde, die Stimmung her, Atmosphäre. Man merkt halt, dass das Handballinteresse groß ist momentan, auch nach der WM. Aber dann in der zweiten Halbzeit ähnlicher Verlauf, wir kriegen eine große Führung, die Recken kämpfen sich zurück und letztendlich haben wir ein bisschen den besseres Stressresistenz und noch es geschafft, die Tore zu machen. Deswegen habe ich mich so riesig gefreut nach dem Schlusspfiff her, dass wir wieder da sind in Final Four, weil es so ein geiles Erlebnis ist. Ich habe auch immer von Final Four Champions League in Köln geträumt und jetzt ist es Final Four DHB-Pokal in Köln, was auch geil, super geil ist. Und ich freue mich, dass man da mit so vielen Fans, mit so vielen Familie, Freunde auch das so ein Spiel und hoffentlich zwei Spiele da spielen können.